Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Bro Force. In der letzten Folge haben wir ein paar geheime Ansätze gelöst und Kapitel 4, Level 4, was auch immer, abgeschlossen. Jetzt sind wir bei Level 5. Keine Zeit für Erklärungen. Bro Force, ihr wisst, was zu tun ist. Okay. Was denn? Ist schon alles töten und kaputt machen. Schießen. Zeugs halt. Action. Schut, schut, schut. Gut. Sehr schön. Ah. Na los, mach schon. Mr. T. Und da sind welche direkt aufgetaucht. Neben dir, warte. Ja, sicher. Warum? Wir haben lieber fahren wie immer. Ja gut, bei explosiven Molotow Cocktails. Ich lebe noch, ja. Oh Gott, was hat denn für ein Kriegsgebiet? Alles explodiert. Ich mag es nicht, wenn Explosionen passieren, die nicht, boah, wie könnt ihr jetzt wagen, nicht von mir ausgelöst worden sind, genau wie die. Gemacht. Hier sterben ja viel mehr Gegner. Au, was zum? Hier sterben ja viel mehr Gegner. Ich zufällig Explosion anstatt durch mich. Geht nicht. Ich glaube, bleibt lieber hier drin. Ne? Laufen ist ein bisschen gefährlich. Ja, ich glaube schon. Draußen ist ein bisschen gefährlich. Das ist auch voll unspektakulär, wenn ich hier durchgehe. Tut Amerika diese Schüsse abfeuern oder was anderes? Kann ich auch, hier. Jetzt werde ich gleich ganz verwirrt sein, von wem sind welche Schüsse. Ja, du, ich weiß nicht mal genau, wer du bist. Aber du hast eine Kettensäge. Oh. Robocop. Ich glaube nicht, ob ich den seine Dingens einsetzen sollte, weil da muss ich ja stehen bleiben. Den seine Granaten. Nein, gibt's da nicht. Nein, nein. Ah. Ja, voller Todesgebiet hier, Mann. Hilfe. Amerika. Sehr gut. Meine Güte. Die ganze Level hat mich versucht zu töten. Gibt's doch nicht. Ei, ei, ei. Nächster Level. Wir haben schon 26% übrigens, als ich wieder ins Menü gegangen bin. Oh Gott, nicht schon wieder. Start. Ja. Na komm. Warte, den schieße ich den Kopf weg. Aber bringt sogar was. Nein. Taser dich. Warte. Ah, hat nichts gemacht. Ah, ich kann sogar da rein, sag ich doch. Was zum? Was zum? What? Hey. Hilfe.
Nein. Aber das ist eine Munitionskiste. Wenn ich jemanden mit vernünftigen Granaten hätte, wäre es sogar noch besser. Super. So, hopp. Oh, explodiert nicht, okay. Was ist jetzt die Munition? Hier war doch gerade eine. Nein. Sehr gut. Ich kann einfach so da reingehen. Ich gefäß mich wieder da rein. Ah, okay, ich wollte schon sagen, das explodiert jetzt, ne? Mr. Ender, Bro. Ich kann schlagen, ehrlich. Was? Okay. Ja, der kann auch mit Waffen kämpfen, Mann. Der kann auch Schusswaffen benutzen. Warum muss ich denn nur schlagen mit denen? Oder nicht mal den seine Granaten gemacht haben. Ich glaube, Zeit gibt Effekte, ne? Ja, yeah! Das war von mir, okay. Ich peitsche euch aus, na? Wie gefällt euch das? Oh, sehr gut. Nein! Nein! Ich habe eine Pille gehabt, okay. Wow. Mal raus da. Oh, da ist ein Bro. Ich mal kurz da rein. Oh, lass mich mal kurz da rein. Okay, sehr gut. Okay, weiter. Oder manchmal nicht. Jetzt. Sehr gut. Amerika. Ja, ich werde das jedes Mal sagen. Yeah! Es wird immer mehr Gegner, die sterben werden. Weil es keine Punktzahl oder irgendwie sowas gibt. Aber Hauptsache, wir schaffen die Story, ne? Ja, schön. Was nun? Ich glaube, wir sind schon wieder, aber in so ein Dingsgebiet. Hey, wir sind übrigens wieder in so ein, weiß ich nicht, so ein Inselgebiet oder was auch Waldgebiet, was weiß ich. Nein, da sind gar keine, da kann man gar nicht rein, glaube ich. Das sind Steine. Jetzt kann man da rein. Na, ja. Wann waren wir in so eine futuristischen Stadt, glaube ich. Eine zerstörte Stadt, irgendwie sowas. Er tut, glaube ich, immer in der gleichen Reihenfolge rotieren, oder? Da bin ich mir halt nur ein. Kann natürlich auch nicht sein. Mal gucken. Hey, denn dabei war doch einer der ersten Charaktere, die warten. Okay. Ah, dass ich noch in die Luft gehe. Nein, ich wollte Speedrun. Ja, verdammt, eine Alarmanlage oder so ausgelöst. Okay, ich weiß, ihr macht erst das Ding kaputt, ne? Oh nein. Save me!
Mr. Enderbro. Langsam ich damit die Gegner? Nee, ne. Ich kann bestimmt damit Schüsse über oder so reflektieren oder anhalten oder irgendwie sowas. Ja, ich mache einfach die Gegner kaputt. Oder jetzt nicht mehr. Funktioniert nicht so. Aber hier war ein Ding, ist ein Checkpoint, sehr gut. Oh Gott. Ich laufe einfach weiter. Nein. So, was mache ich denn jetzt Strategie? Was geht da? Ja, da kommt keiner mehr raus, ne? Nein, diese, ey, das ist doch so bescheuert mit diesen Dingern, die von mir befallen. Ey, das ist unfair. Diese Dinger, die da an der Ort vom Himmel geregnet kommen. Na komm, mach die Dinger ja. Zum Teufel. Was soll ich sagen? Ist das Gott? Ich vergaß. Und dann, boah. Wie ich jetzt auf einmal so aufpassen muss, ne? Wie ich kann nicht mehr random nicht die Gegend schießen und alles stirbt. Oh, das geht. Wie rühre ich mich von da? Das Spiel wird ja überraschend schwierig gerade. So, jetzt kommt. So, dass ein Wasser explodieren kann. Diesmal weiß ich's. Okay, hören wir mal auf mit unnötiges Totschießen. Ich muss schon sagen, wenn mich das schon wieder trifft, ne? So, am besten so wenig Leben wie möglich verlieren. Ist das Hundig? Oberste Priorität ist jetzt erstmal, wir haben nochmal die fliegenden Dinger da auszuweichen. Nein, das gibt's doch nicht. Und runter. Gibt's doch nicht. Hm. Geh mal da lang. Boah. Das war knapp. Sehr gut. Es geht. Nein, 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 nein. So. Du kommst da runter, Face. Oh, ich bin gestürzt. Oh. Also die ganze Arbeit hier. Oh, ja. Ein Spiel wird echt nervig jetzt. Bei der Schwierigkeitsgrad her. Na warte. Er braucht eine Strategie hier. Das ist. Ich muss auch ein paar Bros retten wegen Leben und so. So. Boah, das war knapp. Oh, vorsichtig daneben. Weil ich weiß ja nicht, ob die Rettungen zählen, wenn ich sterbe dazwischen. Ich dann mehr Charaktere freischalte. Nehmen wir. Ich hoffe ja. Ja, deswegen würde es ein bisschen einfacher. Hilfe. Na super. Hey.
Wer war das denn jetzt schon wieder? Ist doch nicht. Amerika. Was? Ja, von da oben kamen die hier, gut. Ah, ich werde euch aus dem Weg räumen hier. Amerika. Ja, gut. Mal einfach so. Okay. Amerika. Aber war da oben nicht schon irgendwie ein Ziel oder so? Aber oh, da kommt wieder. So weit, das muss nicht sein. Haben wir einen versteckten Bro-Satz. Einsatz meine ich. Oh, was? Wo ist denn hier? Wo war denn hier der nächste Checkpoint mal? Da, okay, gut. Da ist noch einer direkt. Hilfe. Ich hoffe, ich bin unbesiegbar. Lass mich jetzt einfach durch. Hilfe. Checkpoint bringt mir aber nichts, wenn ich gleich sterbe. Oder hast du wieder ein Leben? Einfach da rein. Einfach da rein. Stealth Tanks, Surprise. Rondock Bros. Oh Gott. Einfach gut schießen, einfach gut schießen. Nein. Wir sagen, du heilst dich nicht. Da war immer noch an. Sehr gut. Soll ich sterben? Ja. Yeah. Amerika. Beep, yeah. Okay, wow, und das war schwierig. 12, okay. Eieiei. Das ist wieder was bonusmäßig. Mandarine, dies ist ein Geheimnis. MacBro war ist tief hinter den feindlichen Linien. Von der Mission zur Naja. Ermordung des Anführers der Terroristen. Okay, wenn wir dadurch was freischalten, dann her damit. Boah. Hallo, na? MacBro war ist doch. Geil war. Gut. Mit dem klar kommen wir hier. Im Level, keine Ahnung. Na, klassische Szene, er befreit sich aus irgendeiner Situation. Natürlich. Wie ich einfach nicht erreicht habe, ey. Ich kann schon schießen, was? Nein, nein, Amerika, was? Tun echt nur auf Bewegungen reagieren, habe ich das Gefühl. So. Gut ist, ich habe mehr oder weniger unendlich Granaten. Hat. Oh mein Gott, Amerika!
Ich krieg den nicht. Ich habe auch gar keine Granaten, merke ich gerade. Aber kannst du mal. Hier reicht die nicht. Wenn immer nach unten verrecken, ich reiche die einfach nicht, gibt's doch nicht. Da, endlich. Fand 2D-Spiele sowieso immer schon schwieriger als 3D-Spiele. Ist da auch irgendwie so, ne? Keine Ahnung, bei 3D-Spielen hat man irgendwie mehrere Möglichkeiten, irgendwas anzugehen, habe ich das Gefühl. Bei 2D-Spielen gibt es irgendwie nur einen. Sehr gut, jetzt Munition. Gibt es irgendwie nur einen Weg. Hab ich mir überhaupt was? Der Checkpoint. Jetzt nicht unbedingt herausfinden. Oh. Von Anfang an, ne? Nee, gut. Oh Gott. Ja, was geht nach? Ist das ein Truthahn? Wow. Komm her, du Hund, schau dich. Ah! Sie suchen eine Raketen, ehrlich? Satt. Satt. Boah. Boah, eigentlich nur Explosionen hier um mich herum schießen, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. War ich noch unbeliebbar. Start. Start. Mann, lass mich da durch, verdammt. Ich glaube, da unten war noch ein Weg, ne? Ich glaube, den gehe ich mal lang. Und so blöd wieder, ich komme nicht weiter. Start. Und dann. Nein! Warte, ich tue meinen Tod dann auf euch werfen jetzt. Hat und doch fernzünden, sag ich doch. Was hat das? Gehe ich da unten lang? Kann man glaube ich lang, ne? Oder auch nicht. Was hat Nein! Warum bewegt er sich nicht darunter? Ich möchte gerne noch diese Level hier schaffen in dem Part, wenn es geht. So. Oh mein Gott. So. Was ist das? Reicht denn echt noch von da aus? Geil war hier. Und nach oben, die Gegner zu tun, ist ein bisschen schwierig. McBro war, meine ich natürlich. Ich habe da schon das Ziel, ne? Ma. Ma. War. Ich krieg extra hier noch Munition für. So, ist das. Na, geht doch schon weiter. Hier.
Da habe ich irgendwas freigeschaltet. Rick Car Crate unlocked. Oder RC Car Crate. Sehr schön. So, keine Ahnung, was diese Terroranzeige bedeutet, aber die ist irgendwie andauernd hoch. So, in der nächsten Folge machen wir dann Level 6. Bedrohungsmeter Rubin. Okay. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.